Dein Leben für die Wahrheit geben? Würdest du dich das trauen? 5 Jahre Gefängnis und Konzentrationslager hielten die mutige Else Himmelheber nicht davon ab, nach ihrer Begnadigung weiter ihr Leben für die Wahrheit aufs Spiel zu setzen. 1943 kämpfte sie mit der Widerstandsgruppe ihres Verlobten Friedrich Schlotterbeck gegen die Lügen der Nationalsozialisten. Die Mission wurde von einem Doppelagenten verraten. Else musste eine Woche vor ihrer Hochzeit fliehen. Eine Großfahndung der Gestapo begann. Elses Versuche, in die Schweiz zu gelangen, scheiterten. Im Zug wurde sie verhaftet und im Konzentrationslager Dachau 1944 mit nur 39 Jahren von einem SS-Kommando erschossen. Ein Stolperstein und die Else Himmelheber-Staffel in Stuttgart erinnern an Else Himmelheber und ihren Mut, für die Wahrheit zu kämpfen.